Zweites Spiel. Wie sind Ihre Erwartungen an die Mannschaft, an das zweite Spiel insgesamt? Es wird ein anderes Spiel als gegen Australien, denke ich, weil wir werden wahrscheinlich nicht so viel im Ballbesitz sein wie gegen Australien. Chile ist eine sehr eingespielte, dynamische Mannschaft, unheimlich flexibel. Der Fokus wird sicherlich darauf liegen, dass wir über die gesamte Spielzeit die Konzentration hochhalten, dass wir da nicht irgendwie in Schwimmen kommen, wie vielleicht gegen Australien nach deren Anschlusstor, dass wir erkennen, wann Chile die Räume wechselt und die Spieler, die ständig ihre Positionen auch wechseln, dass wir das gut schaffen und dass wir natürlich auch nach vorne hin die Chilenen unter Druck setzen können, dass wir gute Konter fahren. Ich glaube, auf diese Dinge wird es morgen ankommen. Sie hatten im Vorfeld des Turniers angekündigt, viel wechseln zu wollen, zu rotieren, viele Spiele, alle Spieler mal sehen zu wollen. Macht das großen Sinn jetzt morgen, 6 bis 8 Spieler vielleicht gleich auszutauschen oder eher 2 bis 4? Das würde natürlich keinen Sinn machen, weil so ein gewisses Gerüst in der Mannschaft sollte es ja geben. 5 oder 6 Spieler, die jetzt zuletzt auch immer gespielt haben, die unsere Abläufe ja auch schon ein bisschen länger kennen. Hector, Kimmich, Mustavi, Draxler. Das macht ja schon Sinn, wenn einige da jetzt so auf dem Platz stehen, an denen sich andere auch orientieren können. Aber 2, 3 Wechsel plane ich morgen schon auch. Das habe ich gesagt, dazu stehe ich auch. Einfach auch, um alle Spieler mal zu sehen. Es ist immer schwierig, von vornherein zu sagen, dass jeder irgendwie gleich viel Anzahl der Minuten spielt. Das ist schwierig. Es hängt natürlich auch dann vom Spielverlauf ab. Aber natürlich will ich auch mal andere Spieler sehen. Könnt ihr schon einen verraten? Vielleicht einen Torhüter? Ja, das war natürlich auch geplant. Das war so abgesprochen, dass der Markt, Herr Stegen, jetzt morgen gegen Chile beginnt. Anderes Thema ist immer wieder das Thema Coaching beim Confed Cup, weil es sicherlich ein anderes ist, als wenn Sie zur WM fahren mit den in Anführungszeichen Etablierten, mit den Weltmeistern. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Wie stellt sich das bis jetzt dar, dieses Turnier? Für mich stellt sich das Turnier absolut positiv dar. Wir hatten ja einige Tage Vorbereitung. Das war schon für mich auch eben mal spannend zu sehen, wie so eine Mannschaft dann auch in schneller Zeit zusammenwachsen kann, dass einige Abläufe eben auch gegen Australien schon relativ gut funktioniert haben. Das muss man auch sagen. Das freut mich als Trainer. Das Coaching bleibt eigentlich bei jedem Spiel irgendwie gleich. Auch wenn Spieler dabei sind wie Toni Kroos oder wie Mesut Özil oder Boateng oder Hummels oder wer auch immer, dann gibt es ja auch Dinge im Spiel, die nicht funktionieren und die nicht klappen und wo man als Trainer eben auch ständig irgendwie konzentriert sein sollte, um manche Dinge vielleicht zu korrigieren, zu verändern. Auch das braucht eigentlich jede Mannschaft. Von daher sind das keine Unterschiede. Sind die Jungen oder die noch nicht ganz so Erfahrenen wissbegieriger? Kommen die häufiger zu Ihnen und sagen, Trainer, was jetzt? Schauen Sie, 2010 waren die Anfänge von Müller, Neuer, Khedira, Boateng, Özil, die waren damals auch sehr jung und die haben natürlich jetzt schon die Nationalmannschaft 6, 7, 8 Jahre mitgeprägt. Die sind ja auch gewachsen und die waren am Anfang auch neu und man musste sie irgendwie zu einer Mannschaft formen und integrieren. Und nach 5, 6, 7 Jahren und 80, 90 oder manchmal mehr Länderspielen haben die Spieler natürlich schon gewisse Abläufe drin. Die waren aber auch wissbegierig, sonst wären sie nicht so weit gekommen, die waren auch hungrig. Und diese Generation ist eigentlich genauso. Die sprühen jetzt vor Ehrgeiz, die wittern ihre Chance. Und das ist einfach auch schön zu sehen. Und wenn es daraus aus dieser Mannschaft vielleicht einige schaffen, jetzt 2018 dabei zu sein oder vielleicht 2020 oder 2022, weil diese Mannschaft ist eigentlich mehrheitlich die Zukunft, denke ich, wenn die anderen mal irgendwie ihre Karriere bei der Nationalmannschaft beenden. 2, 3 sagen, sie können es vielleicht schaffen. Einer könnte Leon Goretzka sein, der jetzt nach dem ersten Spiel schon ziemlich gehypt wird. Kann man das so sehen? Ist es wirklich einer, der das Zeug dazu hat? Ja, er war ja schon auch mal vor 3 Jahren bei der Nationalmannschaft. Er war dann leider viel verletzt. Im letzten Jahr hatte er zum Glück keine großen Verletzungen. Er war stabil und das hilft ihm natürlich auch. Er ist sehr jung, aber er ist schon auch eine Persönlichkeit. Ich denke, er kann jetzt auch mit dem Hype ganz gut umgehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass er sich so in diesem Maße weiterentwickelt. Vor allen Dingen auch nächstes Jahr in der Bundesliga. Ich meine, jetzt über die WM 2018 zu reden, ist eh zu früh, weil da passiert noch viel. Aber ich hoffe natürlich, dass er sich so entwickelt, wie wir das eben auch uns wünschen. Er ist ein großartiger Spieler für sein Alter und auch eine großartige Persönlichkeit.